Nach Golden Globe Gate, Barbara Meyer-Blumig beim Opernball. Wieder bunt, aber diesmal passend. Barbara Meyer, 31, machte im Januar heftig von sich reden, als die ehemalige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin bei der Verleihung der Golden Globes in einem hellen Blumenkleid erschien. Das Problem: Die Hollywood-Gemeinde hatte sich auf den Dresscode schwarz geeinigt, um Solidarität mit der Raute MeToo-Bewegung zu zeigen, also mit sexuell belästigten Frauen in der Branche. Beim neuesten Auftritt der 31-Jährigen trug sie wieder ein blumiges Dress, das dem Anlass voll entsprach. Zusammen mit ihrem Partner besuchte am Donnerstag den Wiener Opernball. Ihr mit roten und rosa Blumen besticktes Kleid passte natürlich perfekt zu dem Mega-Event von Baulöwe Richard Lugner, 85. Die Rothaarige schrieb dazu auf Instagram, wenn das Kleid genau auf die Deko abgestimmt ist. Übrigens, hinter der Edelrobe steckt wie schon bei den Golden Globes die österreichische Designerin Eva Polechinski. Der Fauxspaß bei der Awardverleihung war tatsächlich von beabsichtigt. Sie betonte, wenn wir wollen, dass heute die der starken Frauen sind, die für ihre Rechte kämpfen, ist es in meinen Augen der falsche Weg, sich nicht mehr körperbetont anzuziehen und uns die Freude am Ausdruck unserer Persönlichkeit durch Mode zu nehmen.